Und das, was wir von der AfD gehört haben, ist ganz besonders amüsant. Sie scheinen die Rechtslage bis 2005 überhaupt gar nicht zu kennen. Denn bis 2005 gab es dieses Kooperationsverbot, das wir jetzt lockern, überhaupt gar nicht. Und in der Schweiz, der Musterföderation der Welt, dort gibt es seit 2005 ein Kooperationsgebot, Herr Kollege, zwischen den Kantonen. Sonst nehmen Sie sich an der Schweiz doch immer gerne ein Beispiel. Warum nicht in dieser Frage? Deshalb ist die Auseinandersetzung. Deshalb ist die Auseinandersetzung, die wir hier führen, auch nicht die zwischen guten und schlechten Föderalisten, sondern nur zwischen modernen und total alten, altbackenen Föderalisten. In diese Kategorie haben Sie sich ja gerade eingeordnet.